ich wollte Ihnen noch was erzählen, vielleicht zum Schluss. Und zwar, mir als Johannes Schwelm passieren ja auch manchmal komische Sachen. Ich habe, es wird ja viel darüber erzählt, ob Integration klappt oder nicht. Ich war letztens bei Aldi und da habe ich ein Beispiel mitgekriegt, wie Integration klappen kann. Ich war nämlich an den Bratpfannen, ne, da gab es Bratpfannen im Angebot, die zum fettfreien Braten, ich weiß, habe ich auch nötig, dankeschön. Auf jeden Fall hatte ich so eine Bratpfanne in der Hand und da kommt auf einmal ein dicker Mann, also der war noch ein bisschen dicker als ich jetzt und legt mir seine Pranke auf die Schulter, zeigt auf die Bratpfanne und sagt zu mir, kommt ein Mann abends nach Hause, steht die Frau mit der Bratpfanne hinter der Tür und haut den Mann mit der Bratpfanne auf den Kopf. Sagt der Mann, hey, warum haust du mir mit der Bratpfanne auf den Kopf? Sagt die Frau, ich habe in deinem Mantel einen Zettel gefunden, darauf steht, Carla, 100 Euro. Ja, sagt der Mann, Carla ist mein Rennpferd, ich habe 100 Euro darauf gewettet. Am nächsten Abend kommt der Mann wieder nach Hause, steht die Frau wieder mit der Bratpfanne hinter der Tür und haut den Mann mit der Bratpfanne auf den Kopf. Sagt der Mann, hey, warum haust du mich schon wieder mit der Bratpfanne auf den Kopf? Sagt die Frau, dein Pferd hat angerufen. Ich habe diesen Witz letztens einem Russen erzählt und der meinte dann nur, ah, von diesen Witzen gibt es hunderte. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier auftreten durfte. Von mir gibt es eine CD. Ich habe letztens, meine Freundin hat gesagt, du darfst diese CD nicht mehr verkaufen, ohne zu sagen, dass sie schon 8 Jahre alt ist. Ich werde sie halt nicht los, das ist halt wirklich so ein Ladenhüter. Das ist halt echt ein Ladenhüter. Aber wenn Sie so einen wenig dekorativen Raumverbraucher brauchen, dann kaufen Sie die. Ne? Also ich muss auch sagen, damals habe ich ja stark angefangen als Komiker, seitdem immer weiter abgebaut. Deswegen ist das noch eine CD aus der guten Zeit. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was ich heute gemacht habe, und Sie kennen einen, den Sie unheimlich gerne mögen, ne? Kaufen Sie die CD, schenken Sie die dem. Wenn Ihnen das überhaupt nicht gefallen hat, und Sie kennen einen, den Sie überhaupt nicht leiden, ne? Kaufen Sie die CD, schenken Sie die dem. Sagen Sie, ich kenne einen, der ist so scheiße, ich kann dir das sogar beweisen. Dankeschön, tschüss.